Ihr kennt es alle, wenn ihr in einem fremden Stand unterwegs seid, wollt ihr da essen, wo die Einheimischen immer essen gehen. Genau das Video habe ich für euch heute vorbereitet. Ich zeige euch meine Geheimtipps aus Köln. Und heute sind wir an der Technischen Hochschule Deutz Bahnhaltestelle. Also die Technische Hochschule Deutz befindet sich auch hier in Köln-Deutz. Und da gehen wir gleich Baguette essen. Pan Amore Baguette Laden ist ein Laden, wo die ganzen Studenten und die ganzen Schüler auch von der Berufsschule jeden Tag ihr Baguette holen und zur Schule fahren. Und die Preise sind sehr, sehr gut. Heutzutage kostet ein Brötchen mehr als 3 Euro und hier kannst du dafür ein Baguette essen. Wir nehmen für euch jetzt den Pan Amore Laden auf. Kommt mit. Leute, das ist hier wie beim Arbeitsamt oder beim Straßenverkehrsamt. Du musst eine Wertmarke ziehen, damit du gleich deine Baguettes kriegst. Also du bestellst, kriegst eine Wertmarke und dann rufen die dich nach der Nummer auf. Und hier, das sind die Sorten. Es sind über 50 Sorten da. Ich empfehle euch Thunfischbaguette. Das ist mit einer richtig geilen Thunfischcreme. Den kaufen wir auch gleich. Einmal Thunfisch mit Avocado, bitte. Oder ich habe jetzt Thunfisch mit Avocado bestellt. 3,50 Euro hat es gekostet. Und der nette Besitzer sagt immer noch, also trotz Inflation. Und ich habe die Nummer 683 und die Schlange ist gerade bei 676. Also ich muss noch ein bisschen warten. Dann zeige ich euch gleich noch mein Baguette. So, ich war jetzt dran. Ich habe mein Baguette abgeholt und ich habe extra nochmal nachgefragt. Die haben über 72 Sorten Baguette hier und die Preise sind sehr, sehr gut. Also für das Geld kriegt man mittlerweile ein belegtes Brötchen, Leute. Kommt mit, wir probieren es auch direkt. So sieht mein Baguette am Ende aus, Leute. Thunfisch, Creme mit Avocado und Salat. Richtig knusprig und ich probiere es jetzt direkt auch für euch. Wirklich schade, dass ich damals nicht hier an TH Köln studiert habe. Ich würde es jeden Tag essen. Sehr leckeres, knuspriges, frisches Brot. Thunfischcreme, richtig, richtig lecker. Und das Beste ist noch ein bisschen scharf. Dann noch Avocado drauf, so für ein bisschen Frische. Und nicht vergessen, der Laden hat nur montags bis freitags 6 bis 14.30 Uhr auf. Also wenn ihr später kommt, kriegt ihr nichts. Deswegen kommt irgendwann mal hier euren Baguette holen und hier bei schönem Wetter einfach frühstücken. Und wie gesagt, ein richtig gutes Baguette und sehr, sehr leckeres Frühstück. Und jetzt fahren wir zum nächsten Spot. Wir befinden uns jetzt in Köln-Höhenberg vor Konditorei Klüppelberg. Also das ist ein Kultladen in Köln. Die Einheimischen kennen es mit den ganz kleinen Marzipantörtchen. Hier gibt es Marzipantörtchen mit Erdbeeren, mit Himbeeren, mit Kiwi und mit gemischten Früchten. Und die kosten mittlerweile 2 Euro pro Stück. Und das sind die leckersten Marzipantörtchen, die ihr, ich glaube, deutschlandweit essen könnt. Die beliefern auch die ganzen Bäckereien in Köln. Aber das ist der Kultladen, den es bestimmt seit über 30 Jahren gibt. Und kommt mit rein, ich zeige euch die kleinen Leckereien. So, ich habe mir jetzt ein Marzipantörtchen mit Erdbeer und eins mit Kiwi gegönnt. Habe insgesamt 4 Euro für die beiden bezahlt. Und ihr seht die Farben, die sehen schon sehr gut aus. Ich probiere jetzt erstmal Erdbeere. So, ich fange mal mit der Erdbeere an. Diese cremige Füllung. Das macht's aus. Und die Erdbeeren sind so frisch, Leute. Unglaublich. Ich mache mit Kiwi weiter. Mmh. Einfach nur perfekt. Einfach nur perfekt. Ich habe eben nochmal nachgefragt, den Laden gibt es seit über 70 Jahren schon. Ich war hier, als ich ein kleines Kind war und es schmeckt immer noch gleich. Ich habe jetzt beide Törtchen schon zu Ende gegessen. Es war wirklich sehr, sehr gut. Die Aromen, die Frische und das Innere, einfach diesen Marzipan. Ich bin normalerweise gar kein Marzipan-Freund, Leute. Also ich esse normalerweise gar kein Marzipan, aber hier kann man sich das wirklich geben. Also Marzipan-Törtchen mit den frischen Früchten drauf und mit der Cremefüllung da drinnen, einfach nur top.
Also ich würde jeden empfehlen, der in Köln ist oder der in Köln wohnt, einmal bei Konditorei Klüppelberg diese Marzipan-Törtchen zu essen. Und wir fahren jetzt weiter zum nächsten Spot. So, wir befinden uns jetzt vor der Markthalle Körnerstraße in Köln-Ehrenfeld. Und hier gibt es einen richtig geilen Geheimtipp, Leute. Jeden Mittwoch wird hier Döner verkauft. Ihr habt es richtig gehört, jeden Mittwoch. Die anderen Tage könnt ihr hier Fleisch kaufen, Gemüse kaufen und andere Sachen. Aber mittwochs verkaufen die hier einen selbstgemachten und richtig leckeren Döner. Wir gehen jetzt rein, nehmen euch ein bisschen den Laden auf, zeigen euch den Döner, kaufen einen Döner und kommen wieder raus. Kommt mit. So, unser Döner ist jetzt fertig. Ich zeige es euch mal ein bisschen näher. So sieht es aus mit frischem Gemüse, mit leckerem Fleisch und ein bisschen Gemüse. Ich habe ca. 40 Minuten gewartet, Leute, dafür. Da war schon eine sehr, sehr lange Schlange. Bruder hat es für euch auch aufgenommen. Und 5 Euro hat es gekostet. So, und jetzt gucken wir, ob sich das 40 Minuten Warten gelohnt hat. Sehr intensives Fleisch, Japrak-Dönerfleisch, frisches Gemüse, wenig Soße. Auch wenn man sagt, ein bisschen mehr Soße, kriegt man trotzdem wenig Soße hier. Brot sehr dünn und kommt gar nicht im Vorschein. Also man merkt gar nicht, dass man dieses fette Brot hat. Nein, ist es nicht. Und der tut da ein bisschen nochmal so ein Fett vom Öl, Fett vom Döner nochmal drauf. Das schmeckt, also deswegen schmeckt es, glaube ich, nochmal ein bisschen intensiver. Also das schmeckt wirklich wie ein Döner in der Türkei. So mit gar keine Soße, Gemüse und Fleisch und Brot. Ich würde sogar wetten, dass in dem Döner hier keine Zusatzstoffe drauf sind, drin sind. Einfach selbstgemachter, leckerer Döner von einem richtigen Fleischer. Super gut. So Leute, wir haben jetzt zufälligerweise den Max getroffen und er hat eben auch hier einen Döner gegessen und ich wollte nach deiner Meinung fragen. Ohne Witz, ich bin total begeistert. Ich bin gerade rausgekommen, das ist ein Döner, wirklich so oldschool. Genau. So wie damals, so aus der Jugendzeit, kleiner Döner. Gutes Fleisch drin, frisches Gemüse, müsst ihr essen, richtig gut. Und ich meinte eben zu meinem Freund noch, also wie in der Türkei, also man hat diesen intensiven Fleischgeschmack. Boah, ja. Ne? So wenig Soße, aber es schmeckt einfach top, oder? Es schmeckt super gut und man fühlt sich danach auch nicht erschlagen, man fühlt sich fresh und es geht weiter. Und günstig für heutzutage, oder? 5 Euro ist super fair. Ja. Ja. Super, danke dir. Okay, gerne, mein Lieber. So, ihr habt jetzt auch die Meinung vom Max mitbekommen. Ich bin derselben Meinung wie Max, also das ist ein richtig leckerer Döner, wie früher, mit sehr intensivem Geschmack. Ein bisschen fettig, aber trotzdem sehr, sehr gut. Und wir fahren jetzt zum nächsten Spot und essen gleich einen sehr leckeren italienischen Pizza. Bis gleich. So, jetzt befinden wir uns vor Pizzeria Tortino auf der Sülzburgstraße in Kölner Süden. Und hier könnt ihr einen richtig leckeren italienischen Pizza aus dem Holzofen essen. Also es ist kein Napoli-Pizza, aber ein sehr, sehr leckerer italienischer Pizza. Es ist ein sehr kleiner Laden, nur mit Terrasse, also kein Innenraum. Also nur entweder zum Mitnehmen oder auf der Terrasse essen. Aber die Pizza hier schmeckt sehr, sehr geil, Leute. Kommt mit. So sieht die Pizza am Ende aus. Richtig saftig mit Oregano, Knoblauch, scharf. Eine Standard-Pizza Margherita, wie aus dem Bilderbuch. Und mit super leckerem Rand, finde ich. Ich probiere es mal. Ist zwar ein bisschen heiß, aber... Aber YOLO, denke ich mir. Super gut. Boah. Super Käse, Tomatensoße, irgendwie anders, ein bisschen süß, schmeckt super. Und deren Teig, Leute, ich hoffe, ihr hört das, wie knusprig das ist. Sehr gut. Pizzeria Tortino, ich bin mir sicher, dass viele den Laden nicht kennen, auch viele Kölner nicht.
kommt ihr einmal Pizza essen und schreibt unter den Kommentaren, wie ihr die Pizza findet. Übrigens, die Pizza und zwei Getränke haben insgesamt 10 Euro gekostet. Ich glaube, die Pizza war 7 Euro und Getränke jeweils 1,50 Euro. Völlig in Ordnung. Nicht vergessen, wir sind in den Kölner Süden, wo alles noch ein bisschen teurer ist. Aber dennoch finde ich den Preis sehr gut und Preis-Leistungs-Verhältnis vor allem top. Und die Pizza solltet ihr auf jeden Fall probieren. Ich esse meine Pizza jetzt noch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal nochmal. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und das Video liken, kommentieren und den Kanal abonnieren, Leute. Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.